Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Wir haben Post, aber wir haben auch Auberginen. Ah, die müssen wir erstmal ernten. Hier können wir noch nichts ernten, glaube ich. Inventar ist voll. Ich hier für den Inventar. Und warum bin ich nur halb voll? Ich erinnere mich nicht. Aber es ist ein sonniger Tag, das ist die Hauptsache. In Hühnchens geht's auch gut, auch wenn wir mit dem Hammer versuchen draufzuhauen. Hallo Hasso. Aber wir können auch die Eier nicht. Inventar ist ja voll. Aber wir haben Limus seinen Korb zurückgebracht. Und ich meine, wir haben auch in der Höhle verkackt. Und sind gestorben. Wir haben hier einfach keinen Platz mehr. Ist nicht gut. Brombeeren können wir noch reintun, das ist gut. Amaranth auch. Silbernes, ja. Goldenes, nein. Haben wir keinen Platz mehr. Wir müssen entweder einiges an Zeug verkaufen oder uns mal ganz gründlich überlegen, was davon wir wirklich brauchen und was nicht. So, davon können wir nichts mehr hier reinstopfen. Aber ich habe gerade gesehen, wir haben ein Ei. Ein Ei ist einerlei. Das können wir natürlich erstmal in die Mayonnaise-Verarbeitung reinhauen. Hühnchen, weg da. So, mal gucken, was wir hier noch reintun können. Nichts davon. Diamanten will auch niemand. Niemand will unser Diamanten. Gut, aber wir haben wieder Platz im Inventar. Das heißt, wir können natürlich erstmal hier unsere Eier holen. Flup. 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 Und wir tun auch mal direkt das braune Ei. Nicht den Diamanten. Wir werden nicht Mayonnaise aus Diamanten machen. Die wäre zwar dann einiges wert, aber ich glaube, das wäre nicht ganz so produktiv. Also, für uns. Weil ich meine, mit Diamanten können wir genug anderen Schabernack treiben. Harz essen. Nee, heute mal nicht. Ich wollte heute mal kein Harz essen. Ich glaube, das ist einfach auch nicht so gesund für uns. Wir pflücken lieber Weintrauben. Und dann noch da unten, das sind wahrscheinlich Süßkartoffeln. Ich meine, das sind die Süßkartoffeln. Und ich glaube, wir brauchen die Süßkartoffeln für die Scheißerlis. Haben wir questmäßig auf dem Grund. Wir haben aktuell nur die Quest, uns zum Grund aufzumachen. Yogi, du hast Glück, dass ich dich letzte Nacht gefunden habe. Ja, Linus hat uns gefunden. Ja. Kann man nichts machen. Linus ist einfach ein Lebensretter. Linus ist der Beste. Ah, hier können wir unsere Auberginen reintun. Und unsere Süßkartoffeln können wir auch eine reintun. Ich glaube, das. Ah, hier haben wir noch Platz. Gott sei Dank. Das ganze Zeug, was wir gerade nicht brauchen, weil ich würde sagen, wir gucken gleich mal, was das Wetter sagt, beziehungsweise das Glückswetter sagt, und gehen beruhend darauf, wenn es gut ist. Ich hoffe, es ist gut. Einfach mal in die Höhle. Haben wir Stiefelchen an? Ja, wir haben unsere neuen Stiefel an, gar kein Problem, um wieder Level gut zu machen. Bock, 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 bock. So, tun wir da rein. Die Bombe brauchen wir nicht, die Stiefel. Wir brauchen mehr Truhen. Wir brauchen mehr Truhen oder müssen mehr Zeug verkaufen. Das kann so nicht weitergehen. Es kann so einfach nicht weitergehen. Gut, die Hühner haben wir begrüßt. Denen geht's gut, die sind glücklich. Das heißt, wir können eigentlich in die Höhle gehen. Ich muss mich da mal hart dran gewöhnen, dass ich bei der Höhle auch mit der Mine hin kann. Und nicht mehr aktiv einfach ja, laufen muss. Wir können faul sein. Das ist immer schön. Faul sein ist immer gut. Wo war das? Das war hier drüben. Bam. Sound. Dinge, die wir finden können. Gratis essen. Gratis essen. Oh, da ist noch was. Gratis. Noch eine Wildpflaume. Und wir wollen zur Mine. Sehr schön, aber wir müssen erst noch zum Dings, zur Therme, um in der Therme einfach ganz entspannt ein bisschen die Seele baumeln zu lassen und uns Energie zu tanken. Blub, blub. Ah, damn, wir haben nicht geguckt, wie unser Glück ist. Sollten wir das noch tun? Oder gehen. Okay, Linus nicht in die Ecke pinkeln. Das wird nicht gern gesehen, so viel kann ich dir verraten. So.
Und einmal um die Ecke. Und ausgezogen, ab in die Therme. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und flatsch. Gut. Speisekammer. Hier sind normale Kartoffeln drin. Und Pastinaken. Und Boden haben wir da noch. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Ziegen, um Ziegenmilch und Schafe und Wolle und große Milch gibt es wahrscheinlich von Kühen. Ja, aber Süßkartoffel, können wir eine Süßkartoffel reintun. Alles gut. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Süßkartoffeln überhaupt nicht mag? Muss ich jedes Mal erzählen, wenn es um Süßkartoffeln geht. Jedes Mal. Ich mag Süßkartoffeln. Wobei, ne, selbst Süßkartoffeln. Also gerade Süßkartoffelpommes nicht. Das ist, ist ein Fluch. Vielleicht gibt es natürlich auch irgendwo die Möglichkeit, dass gut schmeckende Süßkartoffelgerichte existieren und ich sie nur noch nicht entdeckt habe oder kenne. Ich bezweifle es aber hart. Weil nee, das kann es eigentlich gar nicht geben. Das kann es eigentlich gar nicht geben. So, wir gehen direkt in die Höhle. Ich hoffe, es ist ein Glückstag. Moment, wir haben den 11. Am 11. hat auch irgendwer Geburtstag. Vielleicht sollten wir doch nicht in die Höhle gehen. Das gibt so viel. Gratis einfach im Herbst. Ich mag den Herbst. Brombeeren. Wenn wir aus den ganzen Brombeeren, die wir im Herbst finden, Dings machen, Marmelade machen, ich glaube, wir werden uns dumm und dämlich verdienen. Wir müssen mehr Marmeladefässer machen. Um einfach Brombeermarmelade. Oh. Hier liegt eine Brombeere. Sogar eine silberne Brombeere. Gut, wir gehen jetzt erstmal kurz hier zu den Scheißerlis und wenn wir bei den Scheißerlis waren, gucken wir nach. Damn, wo ist das? Wo ist das Nahrungsmittelbündel? Ich glaube hier unten. Hallo? Nein, das ist das Handwerksbündel. Na gut, das dürfen wir füllen können. 10 Hartholz weiß ich jetzt nicht. Talfrucht, Winterwurzel, Krokus. Okay. Oh, dann sind hier die Lebensmittel. Das sieht ein bisschen nach Vorratskammer aus, das könnte sein. Speisekammer, ja. Und das war... Nein, das sind die brillanten Pflanzen. Von denen müssen wir erstmal ganz viel anbauen in der richtigen Saison. Hier. Ihr kriegt eine Süßkartoffel. Nur eine? Ja, mehr gibt's nicht. Aber brauchen wir auch nicht. Ich meine, das sind Süßkartoffeln. Zu viele Süßkartoffeln sind ja eh nicht gut. Ja. Das, haben wir schon herausgefunden. Oh. Ich diese Höhle. Scheiß auf die Höhle. Wir können einfach pflücken und pflücken und pflücken. Hallo, blondes Mädchen. Ich sammle hier Früchte. Brombeeren en masse. Pah, wer braucht da noch eine Farm? Ich werde zum Brombeer-Dealer Nummer 1. Stimmt's, Mann mit Hosen? In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Okay. Es gibt auch eine Quest. Ah, örtlicher Zauberer. Nehmen wir natürlich an. Einen Amnetist haben wir, glaube ich. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, Jody hat heute Geburtstag. Jody kriegt von uns ein Diamant oder ein Ei. Warum Diamant oder Ei? Diamant ist ihr Favorite. Surprise. Und ein Ei ist halt... Weniger favorite, aber halt trotzdem noch sehr positiv. Und ich weiß halt nicht, können wir mit dem Diamanten... Ist geil. Boots, Barts, Boom. Ob wir mit dem Diamanten was Besseres anfangen können, außer die Diamanten als Geschenke zu verwenden. Und gut, hier ist kein Diamant drin. Hier ist auch kein Diamant drin. Wir wurden beraubt. Wir haben keine Diamanten mehr. Diamantenraub. Hier ist auch kein Diamant drin. Hier ist ein Diamant drin. Wir haben einen Diamant. Ihr kriegt ein Ei. Ich verschenke doch nicht meinen einzelnen Diamanten. Ja, 2 Eier zurück. Ich hätte schwören können, wir hätten mehr als einen Diamant. Ich hätte schwören können, wir hätten 2 Diamanten. Aber scheinbar stimmt das nicht. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo Jody sich aufhält. Und einen Amethyst müssen wir doch zum Zauberer bringen. So, ein Amethyst, das ist lila. Goldener Seeigel.
weiß ich doch. Das hier, der Amethyst lila ist, das hier könnte einer sein. Das ist auch einer. Nehmen wir einen mit. Wir suchen aber erst Jody, weil, ja. Die hat Geburtstag. Goldene Mayo. Kann ich das wieder rausnehmen? Ja. Weil ich will, wir haben ja gesagt bekommen, hier, bald ist unser Dorffest. Da können wir auch neue Dinge mitbringen, die wir präsentieren, um zu zeigen, was unsere geile Farm so alles macht. Und da will ich nur Premium-Gegenstände natürlich mitnehmen. Gold ist einfach das, was die Leute sehen wollen. So, Jolly. Kann ich reinzoomen? Nee, kann ich ja nicht. Hier, die wohnt in dem großen blauen Haus. Ich weiß gar nichts über Jolly, fällt mir so auf. Ja, das ist doch Jolly, oder? Jolly. Ich hau dich mit dem Hammer. Vielleicht habe ich die Jungs ein wenig zu verwöhnt. Sie müssen sich nicht um die Hausarbeit kümmern. Ja, das geht aber gar nicht, Jody. Dafür bewerfe ich dich erstmal mit Eiern. Hier, Jody, ein Ei. Für dich. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Danke. Natürlich, Jody. Ich bin's, der Yogi. Ich bin's, ein Yogi. Der farmt auch Eier. Da kann ich auch mal Leuten ein Ei zum Geburtstag schenken. Ich muss mir das so ein bisschen im Real Life vorstellen, wenn man, also wenn einer Geburtstag hat und ja, schenkt man sich ja ab und zu mal was, ist ja so ein Brauch, ne? Und da einer hingeht und ja, einfach so aus der Hosentasche ein Ei rauszieht, so hier, alles Gute zum Geburtstag, kriegst ein Ei von mir. Stellt mir irgendwie lustig vor. Muss ich mal testen, wie das ankommt. Ich glaube, damit finde ich Freunde. Also ich meine, wer will nicht zum Geburtstag ein Ei bekommen? Ich meine, gutes. Also nicht gekocht. Schönes rohes Ei natürlich. Deswegen ist es mit der aus der Hosentasche ziehen, glaube ich, auch so ein bisschen problematisch unter Umständen. Aber halt nur ein bisschen. Weil meine Hosentaschen, da passen Eier rein. Okay, das klingt irgendwie falsch. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Wie wachsen diese Beeren denn bitte schön nach? Das ist halt ultra gut. Na gut, Linus wird sterben, weil er einfach keine Nahrung bekommt. Aber, so. Guter Mann. Wir bringen dir einen Amethyst. Amethyst, Amethyst? Amethyst oder Amethyst? Amethyst. Doch richtig gewesen. Hallo, Ibims, der Mensch mit dem Amethyst. Es ranken sich viele Mysterien um uns. Du musst geduldig sein, wenn du wünschst, sie alle zu entdecken. Geduld, was das? Kenn ich nicht. Nimm ich mal Amethyst, ne? Ah, der Gegenstand, den ich wollte. Deine Arbeit ist zufriedenstellend. Hier ist deine Entlohnung. Money. So, es ist 17 Uhr. Es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, dementsprechend in die Höhle zu gehen. Sagen wir, wir rennen jetzt auf unsere Farm, machen da ein bisschen Kleinholz. Und ja, geht am Morgen in die Höhle, wenn uns das Klug dann hold ist. So. Und vielleicht machen wir ein paar Marmeladenfässer. Weil ich meine, hallo, irgendwas müssen wir in diesen 5 Millionen Tonnen an Brombeeren ja anfangen. Und ich habe gehört, ja, gerüchteweise, dass es besser ist, Dinge zu verarbeiten, als sie einfach in der Rohform zu verkaufen. Wir könnten auch Brombeermuffins machen, aber dafür brauchen wir eine Küche. Wegen der Küche sollten wir eigentlich mal mit. Wir gehen mal, ich glaube, Robin hat nur bis 18 Uhr offen. Was hätte ich jetzt gesagt, wir gehen mal zu Robin und fragen da mal an, wie das so aussieht. Was brauchen wir denn für unser Marmeladenfass? Holz, Stein und Kohle. Ganz schön viel Holz und ganz schön viel Stein und ganz schön viel Kohle. Oh, Gold. Goldbarren. Es wird auch schon dunkel, es ist 19 Uhr. Ich gehe mal einfach schlafen. Ein paar abgeben. Das hier wird unser Festival-Stuff. Stuff. So. Wo ist das Holz? Ich will Holz. Ich kein Holz. Sehe ich schon. Da ist Holz. Kann ich mir eigentlich auch drinnen so eine Truhe aufstellen? Das müssen wir testen. Truhe. 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 Ist hier.
Ja, wo war das Holz jetzt? Ich glaube, es war hier oben. Ja, da ist ein Platz frei. Das heißt, es ist da oben. Ja, ich muss da rein. So, hoffentlich geht das. Hier schön in den Kamin Holztruhe. Ja, es scheint zu gehen. Wunderbar. Da kommen jetzt erstmal unsere Goldprodukte rein, die wir präsentieren. Ich würde auch sagen, wir präsentieren auch unseren Diamanten. Wir verschenken den nicht. Wir werden auch den präsentieren. Und hier goldenes Amaranth. Nehmen wir auch mal eins mit. Goldenes Amaranth. Hier ist kein Diamant. Hier aber goldene Süßkartoffel. Goldene Aubergine. Gold. Ja. Gold ist einfach das, was den Leuten zeigen wird. Und Diamant. Ey, der Yogi ist ein krasser Farmer. Können hier, wir haben... Okay. Also früchtemäßig haben wir echt genug Zeug, was golden ist. Sehe ich schon. Die Qualität ist gegeben. Hier eine goldene Muschel. Und goldene Seeigel. Nehmen wir natürlich auch mit. Ich hätte gern einen goldenen Fisch, aber ich glaube, wir haben keinen goldenen Fisch. Kein... Oh, hier aber noch eine goldene Auster. Und hier Seeigel, Auster und so Zeug sind ja Goldprodukte. So, er kommt rein, der Diamant, die Kartoffel, die Aubergine. Ich habe es andersrum gesagt, ja, ich weiß. Und das Amaranth, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, das präsentieren wir. Außer wir kriegen noch ein goldenes Ei, dann könnte man noch ein Ei, also ein schönes Tierprodukt zeigen. Das kann ich schon wieder nicht, ah doch, jetzt geht's. Gerade schon gedacht, ich könnte nicht schlafen, dabei will ich ja schlafen. Ja, Hofarbeit, Effektivität, wir können Rezeptfass, ein Fass machen. Eine Ölpresse. Luxus-Geschwindwachs. Das hört sich gut an. Das gute Luxus-Geschwindwachs, wir präsentieren. Ich glaube, die Mayonnaise verliert ihren Wert. Ah ne, es war nur eine Mayonnaise. Hat schon gedacht, wir hätten zwei Mayonnaise verkauft für 1,90. Das... Mirto, wir müssen mal reden. Das wäre natürlich ein bisschen frustrierend gewesen. Wahrsager. Willkommen bei Velvex Orakel, der einzigen Show, in der die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Die Geister sind heute sehr glücklich, sie werden ihr Bestes geben. Okay. It is time to go into the cave, guys. Ja, andersrum. Erstmal Eier. Was? Ich hau überall mit meinem Hammer drauf. Ich hab den muss man nutzen, eindeutig. Oder warum ist er... Hier, die sind schlecht gelaunt. Ist nicht gut. Drei sind schlecht gelaunt. Ich muss da mal mit der Hühnergewerkschaft reden, ob man da mal nicht was machen kann. Weintraube. Ne, hier. Eins, zwei. Was haben wir eingelegt? Eingelegtes Amaranth. Geil. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was im Real Life Amaranth ist. Also ich kenne Amaretto, ja, oder Alkohol. Ich meine diese kleinen Kekse, die man ab und zu zum Dings bekommt, zum Kaffee oder so, Amaranth-Kekse. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Amaranth-Kekse heißen oder ob ich das falsch im Kopf habe. Wir suchen die Gießkanne. Da ist die Gießkanne. Und ich muss das mal googeln. Weil das interessiert mich gerade, was Amaranth. Also für was das genutzt wird. Wahrscheinlich in irgendeiner Form auch, um Tiere glücklich zu machen. Weil wir wurden ja darum gebeten, der guten Mani ein bisschen Amaranth zu bringen. Aber mir fällt so auf Anhieb. Hier kann ich natürlich keine Gießkanne reintun. Aber ich kann hier drin die Waffentruhe eröffnen. Die Waffen- und Werkzeugtruhe. So, die Waffen- und Werkzeugtruhe, in die wir erstmal Waffen und Werkzeug tun. Ja, ich weiß, das gehört nicht da rein, aber ich tue es trotzdem da rein, weil, ja. So bin ich. Gut, und dann geht es jetzt erstmal eine Runde in Richtung City. Ich will aber auch gucken, ob jemand Geburtstag hat. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe mir was aufgeschrieben, aber ich glaube, Abigail hat erst morgen, also Samstag, Geburtstag. Abigail kriegt übrigens ein
Amethyst, ja, wie der Zauberer. Gut, es will auch niemand was. Das ist schon mal gut, das heißt, wir können straight in die Höhle gehen. Und ein bisschen randalieren. Wir müssen ja wieder Level gut machen. Und wir haben immer noch die Aufgabe, ans Ende der Höhle zu kommen. Ich befürchte aber fast, da müssen wir uns, da müssen wir uns in irgendeiner Form Rüstung noch machen oder so, weil, ja, aktuell kriegen wir da noch ziemlich hart aufs Maul. Ah, damn. Das wollte ich ja eigentlich noch in die Verkaufstruhe tun. Aber gut, man kann nicht alles auf einmal machen, ne? Und der Hund bellt im Garten. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist schon vorbei. Damn. Würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns natürlich auch abonnieren. Und ja, in 2 Tagen, 12 Uhr, gibt es die nächste Folge. Haut rein, habt einen schönen Tag und bye bye.